Innovativ. Holistic. Ästhetika. Freigeistig. Chaotisch. Glaubhaft. Revolutionary. Weiß. Radikal. Schnell. Deutsch. Das ist Bauhaus, oder? After 100 Jahre später sind die Ideale des Bauhauses relevanter, als sie es damals waren. Das Bauhaus hat ja vor 100 Jahren die Fragen gestellt zu einer anderen Zukunft. Wie werden wir lernen? Wie werden wir leben in Zukunft? Das Bauhaus hat die Welt in ganz unterschiedlichen Bereichen beeinflusst. Ganz sicher hat das Bauhaus den Anspruch gehabt, eine Gestaltungssprache zu formulieren, die universell ist. Dass alles irgendwie so seine perfekte Höhe hat, seine perfekte Größe. Und so ist es optimal für den Menschen, dass er das benutzen kann. Sie wollten die Trennung zwischen Handwerkern, Designern und Künstlern überwinden. Das Bauhaus ist ein Mythos. Die Strahlkraft und Magie der Kunstschule reichen bis in unsere Gegenwart. Historisch nur eine kurze Episode, definiert das Bauhaus bis heute die moderne Welt. Eine neue Pädagogik, Architektur, Malerei, Tanz, Design, alles wurde hier ausprobiert, gelernt, gelehrt, gefeiert. Mit Hitlers Machtergreifung und der Schließung der Schule emigrierten die Künstler, Architekten und Denker. Sie verbreiten das Bauhaus, seine Ideen und Visionen in der ganzen Welt. Worin liegt der Schlüssel für diesen Erfolg? Yinka Ilori hätte gut ans Bauhaus gepasst. Der britisch-nigerianische Möbeldesigner durchstreift seine Heimatstadt London auf der Suche nach Inspiration. Im Bus sitze ich immer am Fenster auf dem Oberdeck. In London gibt es überall Stühle. Hier könnte einer stehen oder dort. Ich schaue ständig herum. Man kann nie wissen. Das ist das Schöne an dem, was ich tue. Heute hat der Designer auf der Straße kein Glück. Also sucht er es in einem Second-Hand-Laden. Bambus, auch schön. Das hier ist ziemlich cool. Der erste Schritt ist das Suchen und Finden des Stuhls. Und als nächstes formt sich dann eine Art Geschichte des Stuhls in meinem Kopf. Der Stuhl ist aus den 40er, 50er Jahren, oder? Ein alter Stuhl. Yinka Ilori nimmt nur Möbelstücke, zu denen ihm spontan eine Geschichte einfällt. Er gestaltet intuitiv. Ich mag Stücke mit Charakter. Das hier hat eine Menge Charakter. Ich mag, dass man hier verschiedene Materialien benutzt hat. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Ideen für die Farbpalette, weil mich das anspricht. Ich schaue mir jedes einzelne Detail an. Hier denke ich an einen Löwen im Dschungel. Das könnte grün werden. Diese Pfoten sind für mich Löwenpfoten. Und das hier erinnert mich an ein Musikinstrument, vielleicht eine Gitarre. Intuitives Gestalten, Offenheit gegenüber Materialien, Formen und Farben, darum ging es auch am Bauhaus. 1919 gründet der Architekt Walter Gropius die Kunstschule im deutschen Weimar. Seinem Ruf folgen die berühmtesten Künstler der Zeit. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges wollen sie gemeinsam die Welt von Grund auf neu denken. Eine neue Welt braucht einen neuen Typus des Gestalters, befindet Walter Gropius und setzt bei der Pädagogik an. Ein sogenannter Vorkurs ist für alle Schüler verpflichtend. Hier lernen sie die handwerklichen und künstlerischen Grundlagen.
Der Schweizer Maler Johannes Itten entwickelt den Vorkurs. Statt Vorlagen zu kopieren, lässt er die Schüler mit Formen, Farben und Materialien experimentieren und fördert so das intuitive Gestalten. Die typische Farb- und Formgebung des Bauhauses prägen Maler wie Paul Klee und Wassily Kandinsky. Die Grundfarben Rot, Gelb und Blau und die Formen Quadrat, Dreieck und Kreis, die noch heute wie eine Art Code des Bauhauses erscheinen. Auch Jinka Iloris Künstleratelier ist eine Welt voller Farben und Formen. Ich habe Produkt- und Möbeldesign studiert, also einen Abschluss als Möbelmacher und Produktdesigner. Ich habe mir viel selbst beigebracht. Das Studium war eher Theorie, eine Menge Kunstgeschichte. Wir haben uns das Bauhaus angeschaut, die Geschichte der Kunst, die Kunst des Designs, die Kunst der Fotografie. Richtig viel selbst gemacht haben wir nicht, was schade ist. Am Bauhaus war die praktische Arbeit in den Holz-, Bühnen- und Keramikwerkstätten Kernstück der Ausbildung. Das hätte Jinka gefallen. Mit den Stühlen erzählt er seine Geschichten. Ich habe wirklich verstanden, warum meine Eltern Nigeria so lieben und was es bedeutet, Afrikaner zu sein. Ein schwarzer Brit in London, wie viel Kraft das hat. Dieses Erbe macht mich stark, weil eben nicht jeder Schwarz Nigerianer und Brite ist. Ich will meine Geschichte neu erzählen mit Hilfe von nigerianischen Parabeln. Da gibt es eine interessante Geschichte. Kürzlich habe ich herausgefunden, dass die Universität in Ife von einem israelischen Architekten gebaut wurde, der im Bauhaus studiert hat. Es hat mich total umgehauen, dass es das Bauhaus tatsächlich auch in Nigeria gibt. Allein daran zu denken, macht mich schon glücklich. Als ich die Bilder auf Instagram gepostet habe, waren die Leute total fasziniert. Der Universitätscampus von Ife in Nigeria wurde in den 1960er Jahren vom israelischen Bauhäusler Arye Sharon gebaut. Und da war doch noch etwas mit Afrika. Das sieht wie ein afrikanischer Stuhl aus. Da sind definitiv afrikanische Einflüsse drin. Tatsächlich heißt das Stück afrikanischer Stuhl. Der Entwurf stammt vom Bauhausmeister Marcel Breuer. Die Textilkunst von Meisterin Gunther Stölzel. There you go. Sieh an, er heißt also Afrikastuhl, ohne dass ich es wusste. Ich liebe auch Marcel Breuer. Und ich glaube, ich habe sogar eine Kopie von einem seiner Stühle in meinem Studio. Könnte echt sein. Den habe ich aus seinem Second-Hand-Laden in Chiswick. In Chiswick. Ich mag diese handgewebte Textur hier, diesen Bambus. Der ist echt toll. Einfach ein total klares Design. 1925, mit dem Umzug nach Dessau, kommt die Erfolgsgeschichte des Bauhauses so richtig in Schwung. In dieser Glasbrücke hat Walter Gropius sein Büro und das Gelände gut im Blick. Nichts entgeht dem Chef. Auch nicht das wilde Treiben der Schüler im Atelierhaus nebenan. Heute gibt's hier keine Schüler mehr, aber immer noch eine Chefin, Claudia Perren. Bauhaus war natürlich schon etwas verrückt, muss man sagen. Also wenn man sich heute das Bauhausgebäude schon alleine anguckt, wird jedem klar, wie radikal das war. Und dann natürlich die Mädels mit den kurzen Haaren und die Jungs und alle leger. Und ich denke, das war schon sehr provokativ. Am Bauhaus sollte alles luftig und transparent werden. Mit offenen Stahlkonstruktionen und viel Glas. Für Gropius war es ganz klar, dass er in einer neuen Zeit lebt. Ne? Und eine neue Zeit,
Bedarf neuer Formen und auch neuer Arten des Zusammenlebens. Und während er sozusagen in der Industrie das an allen Enden und Ecken entdeckt hat, hat er es in der Architektur noch nicht genug verwirklicht gesehen. Die neue klare Formensprache wird in den Dessauer Meisterhäusern umgesetzt. Walter Gropius plant die Anlage für die Bauhausmeister und ihre Familien und lässt sie ab 1925 bauen. Im Zweiten Weltkrieg werden die Häuser von Walter Gropius und Laszlo Moholy-Nagy zerstört und 2014 durch zeitgemäße Interpretationen die sogenannten Artefakte ersetzt. Verantwortlich für die Innengestaltung eines dieser Artefakte war der Künstler Olaf Nicolai. Moholy-Nagy ist ja ein Künstler, der sich sehr intensiv mit Licht auseinandergesetzt hat und das Licht in diesen Häusern auch eine ganz besondere Rolle spielt. Und ich habe eben mich auf das Licht bezogen und überlegt, wie kann das Licht als gestaltendes Element für den Besucher erfahrbar werden. Und erfahrbar wird Licht durch Lichtbrechung. Die Oberfläche dieser Artefakte, die sind meine Spielflächen geworden. Ich habe dann überlegt, dass man wirklich das nehmen sollte, was so und so da ist und damit arbeiten sollte. Also auch das Handwerkliche, was im Bauhaus ja eine große Rolle gespielt hat, zu betonen. Und das Verputzen einer Wand ist ja eine ganz klare handwerkliche Tätigkeit. Und ich habe 4 Putzformen vorgegeben, also Putzmaterialien verschiedener Körnung aus Marmorstaub. Und durch diese unterschiedliche Putzkörnung und durch den Lichteinfall entstehen praktisch Schattenspiele. Das Haus ist eigentlich so eine kleine Bildproduktionsmaschine. Es gibt das Bauhaus nicht. Es ist so faszinierend und so vielfältig, dass es eigentlich nichts gibt, was nicht dort stattgefunden hat. Also Sie haben Paul Klee, Sie haben Oskar Schlemmer, Sie haben Hannes Meyer, der dezidiert eine sozialistische Agenda hatte. Mies van der Rohe, der von Ideologien überhaupt nichts wissen wollte und gesagt hat, es geht nur um pure Gestaltung. Sie haben Leute, die Yogakurse zur Pflicht gemacht haben. Und was das Faszinierende ist, was passiert, wenn Gestaltung zum universellen Begriff dessen wird, was man Leben nennt? In Japan spielt gute Lebensgestaltung traditionell eine wichtige Rolle. Das ästhetische Empfinden, das Streben nach Klarheit und Schlichtheit stehen der Formensprache des Bauhauses nahe. Die minimalistische japanische Ästhetik hatte großen Einfluss auf die deutsche Kunstschule. Tokio ist eine der größten Metropolregionen der Welt. Fast 40 Millionen Menschen leben hier. Wohnraum ist knapp und teuer. Mio Tsuneyama gehört zur jungen Generation japanischer Architekten, die nach neuen Wohnkonzepten sucht. Man kann nicht in die Häuser hineinschauen. Das ist alles sehr geschlossen hier, sehr isoliert. Die Menschen laden auch nie jemanden ein. Keine Freunde, nicht einmal die Familie. Ich glaube, die Nachbarn kennen sich untereinander gar nicht. Mio Tsuneyama fordert eine neue Sicht auf die Dinge. Ich muss mich als Architektin neu besinnen, wie ich die Stadt zu lesen habe. Und nach einer neuen Methode forschen, wie man in Tokio leben kann. Also habe ich eine ganz neue Alternative zum klassischen Tokyota Einraumapartment vorgeschlagen. Das Bauprojekt der Familie Hayashi ist für japanische Verhältnisse radikal. Die Initiative ging von Kanei Hayashis damaliger Freundin und heutigen Ehefrau Chie aus. Ihre Wohnung war total klein. Ein Studio, 20 Quadratmeter. Toilette, Dusche, Bad, Küche. Alles auf kleinstem Raum und nicht voneinander getrennt. So lebte sie, wie viele andere Japaner auch. Aber sie liebt auch das Kochen. Sie will mal auf dem Sofa relaxen, Fernsehen, solche Dinge. Das war nicht möglich. Als wir dann dieses Haus gefunden haben, gab es endlich Platz dafür. Für uns alleine war es aber viel zu groß. Also dachten wir, wir machen ein Gemeinschaftshaus.
Ein Haus, in dem Menschen zusammenwohnen, die nicht unbedingt verwandt oder verheiratet sind und ihre Beziehungen zueinander neu definieren. Mio baut das alte Haus zum House for Seven People um. Was eine Familie sich nicht leisten kann, wird für die Gruppe finanzierbar. Es ist eine Reaktion auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation. Die Wirtschaftsleistung nimmt ab. Die Leute finden schwer Arbeit. Auf eine gewisse Weise haben junge Leute nicht mehr so gute Voraussetzungen wie ihre Eltern. Also unternehmen sie etwas. Mio hat den Raum penibel vermessen, um ihn optimal zu nutzen. Im Obergeschoss umschließt ein offener Gang die klein gehaltenen Schlafräume. Er lässt Licht herein und bildet einen Übergang zwischen dem privaten und dem öffentlichen Bereich. Wir nutzen diese Raumtiefe hier zum Sitzen. Hier können wir Dinge abstellen. So erstreckt sich das Leben der individuellen Räume bis hierher. Der private Raum ist klein, zugunsten der Gemeinschaft. Das multifunktionale Wohnzimmer ist nicht nur Treffpunkt für die Bewohner. Es öffnet sich auch der Nachbarschaft. Für mehr Miteinander in der zunehmend anonymer werdenden Großstadt Tokio. Mio führt ein erfolgreiches Architekturbüro gemeinsam mit ihrem Mann und einem kleinen Team. Das deutsche Bauhaus beeindruckt sie. Während meiner Studienzeit war Mies van der Rohe für mich der inspirierendste Architekt, was die verwendeten Materialien und Proportionen angeht. Außerdem sieht bei ihm alles sehr einfach und simpel aus, aber das ist es nicht. Das Verhältnis zwischen innen und außen, den Räumen und den Möbeln, alles ist aufeinander abgestimmt. Das ist wie Magie. Die Beziehungen zwischen dem Bauhaus und Japan waren von Beginn an eng. Dieses Haus aus den 1930er Jahren wurde von Iwao Yamawaki erbaut, der am Bauhaus studiert hatte. 1954 besuchte Walter Gropius die frisch gegründete Kuwasawa Design School in Tokio. Ins Gästebuch schrieb er: "Here I found genuine Bauhaus Spirit." Wenn Mio ein neues Projekt plant, schlägt sie immer hier nach. Im Buch des Bauhäuslers Ernst Neufert. In Weimar liegt die Originalausgabe. Verantwortlich für die jeweils aktuellste Auflage des internationalen Bestsellers ist der Architekt Johannes Kister. Der Neufert wird immer dann auf den Tisch gelegt, wenn es um die Erschließung einer neuen Bauaufgabe geht. Heute in der 42. Auflage, weltweit publiziert. In der Bauentwurfslehre sind sämtliche Maße verzeichnet, die Architekten für einen Bauentwurf brauchen. Von der Höhe der Türklinke bis zur Neigung des Körpers beim Tischdecken. Ernst Neufert hat dafür den Menschen und seine alltäglichen Handlungen exakt vermessen und die Daten in die idealen räumlichen Maße übertragen. Die Vermessung des Menschen ist nicht das erste Mal vom Bauhaus gemacht worden. Aber die Radikalität, Architektur, den Raum, die Beziehung der Dinge im Raum auf diese Funktion zu beziehen und aus diesem Bezug radikal die Raumzuordnung, die Typologie zu entwickeln, das war das Bauhaus-Thema. Das Buch erscheint 1936, 3 Jahre nachdem das Bauhaus auf Druck der Nazis schließen musste. Doch Neuferts normierte Maße passen mit ihrer Effizienz auch ins totalitäre System und werden von den Nationalsozialisten vereinnahmt. Entideologisiert wird Neuferts Werk nach dem Krieg zum Bestseller. Heute steht der Neufert in Architekturbüros in aller Welt. Er ist global einsetzbar. Was braucht man für einen Aufzug? Wie viel Platz brauche ich in einer Küche, zum Beispiel in einer
Großküche, in einer Mensa. Wie groß ist etwas? Wie hängt etwas zusammen? It's just useful, right? Because das ist doch praktisch, oder? Wenn es um einen speziellen Standard am Bau geht, findet man in diesem Buch die grundsätzlichen Maße. Wir brauchen dieses Wissen, aber es passt eben nicht alles in unser Hirn. Also ist dieses Buch wie ein Teil unseres Hirns. Die Vermessung von Menschen, Tätigkeiten und Dingen. Rationalisierung bis ins Detail, um Abläufe zu optimieren und Raum optimal zu nutzen. Ein Element des Bauhauscodes, das fortwirkt, bis ins ferne Japan. Das Berliner Bauhausarchiv. Bauhausgründer Walter Gropius selbst entwarf das markante Gebäude. Direktorin Annemarie Jeggi hütet sein Erbe. Man wollte nicht klein Handwerker Ausbildung betreiben, sondern es ging darum, an dieser Schule einen neuen Typ von Künstler auszubilden, den Formgestalter, der eben alles war, der ein Generalist war, der konnte Architekt sein oder auch Typograf oder Maler und Bildhauer, Fotograf, ein Formgestalter, eine Formgestalterin, die oder der für das Universelle stand. Zitat aus dem Manifest des staatlichen Bauhauses April 1919. Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück. Erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft. Was man nicht will, ist dieses Auseinanderdriften. Es gibt die große Kunst auf der einen Seite, die Kunst um der Kunst willen produziert oder Salonkunst betreibt. Und auf der anderen Seite gibt es die niedrigeren, die angewandten Künste des Handwerkertums. Ein wichtiger Teil des Bauhauscodes ist also auch die neue Einheit von Kunst und Handwerk. Damals wie heute beginnt alles mit dem Material. Also das ist ungefähr 25%, glaube ich. Es ist, okay, ist Feldspat, 25 Quarz und die Hälfte Kaolin. Wahnsinn, wie aus so einem Staub wirklich dann sowas Voluminöses werden kann. Ja, ne? Sowas Festes. Und auch sowas Elastisches irgendwie. Also ich stelle mir das vor, wenn das dann später gegossen wird oder gedreht wird, dann hat es ja wirklich diese ganz tolle Haptik. Hallo. Das Berliner Designkollektiv New Tendency, Alumni der Weimarer Bauhaus-Universität, ist ein gefragtes junges Designstudio. Sie entwerfen Alltagsprodukte in Bauhaustradition mit klarer Funktion und in reiner Form. Die Zusammenarbeit mit einer der ältesten deutschen Manufakturen steht an, der Königlichen Porzellanmanufaktur Berlin, KPM. Sie belieferte schon die preußischen Könige. Warum wir hauptsächlich in Deutschland produzieren, auf der einen Seite die Handwerkskunst, aber auf der anderen Seite auch die kurzen Wege, sodass wir wirklich auch in die Produktionsstätten gehen können. Das ist für uns als Designer einfach auch super spannend. So wieder ein bisschen zurück zur Handarbeit und bringt uns dann auch auf ganz andere Ideen. Die KPM stellt bis heute alle Porzellane in Handarbeit her. Schon die Keramikmeister des Weimarer Bauhauses entwarfen ab 1929 sachliches und modernes Gebrauchsporzellan für die Berliner Manufaktur. Zum 100-jährigen Bauhausjubiläum sollen nun New Tendency einen Teller für die Königliche Porzellanmanufaktur gestalten. Sobald einmal anfängt, ist so gleich alle weg. Also das dann, sehen wir vielleicht, wie schnell sich das Ganze dreht. Das ist wirklich ein Moment von Sekunden. Heute präsentieren sie ihren Entwurf beim KPM-Chefdesigner. Wenn man das so in der Frontalansicht sieht, ist es da auch ganz schön, weil man noch viel mehr mit dem Licht und Schatten spielen kann. Dieses industrielle, konstruktive, dass man das dann hier so einbringt, was dann im Kontrast mit dem Porzellan steht, fanden wir ganz, ganz spannend.
Es erinnert mich so ein bisschen an die Fotografie vom Bauhaus. Und generell einfach Licht, Schatten, Negativraum. Das sind einfach Themen, die uns generell in der Gestaltung auch interessieren. New Tendency wollen nützliche und hochwertige Produkte gestalten und dabei unabhängig vom Massenmarkt bleiben. Handwerk hat seinen Preis. Dieses Design muss man sich leisten können. Doch die Geschäfte laufen gut. Komplett international eigentlich. Also schon viel auch aus den USA, aber auch in England. Sehr viel Interesse und auch sehr viel Anfragen. Aber auch aus Korea und aus Japan, da gibt es auch Leute, die einen ähnlichen Sinn für Ästhetik haben. Ganz im Sinne des Bauhauses entsteht ein gutes Produkt dann, wenn gutes Handwerk und künstlerischer Eigensinn zusammenkommen. Eine Essenz der Strahlkraft des Bauhauses. Gropius wollte die Synthese. Das ist heute Wirklichkeit. Alle machen alles. Die Grenzen zwischen den Disziplinen lösen sich zunehmend auf. Jetzt muss ich erstmal das Vakuum erstellen. Dann wird das Material weich. Man sieht jetzt, wie es schmilzt und es schmilzt ganz, ganz schnell. Und dann glättet sich das. Es ist fertig. Und so sieht die Ergebnispalette aus. Eine Materialrecherche für die Automobilindustrie? Nein, hier entsteht Mode. Kascha Kuharska studiert Modedesign in Berlin. Dies ist ihre Abschlusskollektion. Grundsätzlich war so meine Idee, ob ich Kleidung oder eine Kollektion produzieren kann, ohne sie zu nähen, mit anderen Verfahren. Ich habe viel gelasert oder geklebt auch. Einfach zu gucken, ob man das irgendwie anders und auch moderner machen kann. Weg von diesem Man-Made. Dass es eben viel mehr Machine-Made ist. Ich komme aus der Architektur und vielleicht spielt das auch mit eine Rolle, eben auch mehr mit anderen Verfahren zu arbeiten, die eben aus der Industrie kommen, aus dem Industriedesign kommen. Dieser sehr ideologische Gedanke des Bauhaus ist, glaube ich, fast immer so ein Ausgangspunkt, um überhaupt mit einer neuen Arbeit anzufangen. Dass erstmal die Dinge funktionieren müssen oder die Normierung, dass alles irgendwie so seine perfekte Höhe hat, seine perfekte Größe und so ist es optimal für den Menschen, dass er das benutzen kann. Ich finde die Idee eben total spannend, dass man anstatt sich irgendwie die Bekleidung richtig fertig und gefertigt zu kaufen, dass man sich vielleicht CAD-Dateien kauft. Dann hat man irgendwie die CAD-Datei und dann geht man zur Maschine und die macht einem dann die Kleidung. Die Form ist einer Motorradhose nachempfunden, das Material ein Polstermaterial aus der Autobranche. Futuristische Überoptimierung von Funktionskleidung? Es ist voll kompliziert und dieses vermeintliche Optimieren von Gegenständen und das habe ich versucht auch irgendwie so in die Teile zu übersetzen. So ein humorvoller Kommentar eben auf diese Entwicklung. Das darf man nicht so ernst nehmen. Das große Ereignis, die Modenschau am Abend. Kurz vor der Show gibt es immer noch ein paar offene Baustellen. Ob die Hose passt? No, but you have to put your legs together. Was denkst du, kannst du laufen? Ja, schon. Ich sollte eine längere Strecke versuchen. Gut, dann los. Ich warte jetzt gerade darauf, eins wird jetzt gleich nochmal fotografiert. Do.
schon vor. In wenigen Minuten geht Kaschas Kollektion zum ersten Mal auf den Laufsteg. Nach monatelanger Arbeit und dem Abschluss in der Tasche. Zeit für Konfettiregen. Modedesign zwischen Architektur und Technologie, zwischen analog und digital. Fachübergreifendes Arbeiten ist ein wichtiges Element im Bauhauscode. Eine der ganz großen Erfolgsformen des Bauhauses ist, dass sie den Mut hatte, so viele verschiedene Geister zu versammeln. Wenn man sich alleine die Lehrerschaft anguckt, kann man ja, sage ich mal, stilistisch erstmal überhaupt gar keine Gemeinsamkeit ausmachen. Und es waren auch ja ganz verschiedene Typen, ganz verschiedene Charaktere. Und Gropius hat, glaube ich, erkannt, dass man aber nur in dieser großen Diversität sozusagen neue Antworten auf diese neue Zeit finden kann. In Spanien steht eine Architekturikone, die die perfekte Zusammenarbeit am Bauhaus spiegelt. Der rekonstruierte Barcelona-Pavillon, den der dritte Bauhausdirektor Mies van der Rohe anlässlich der Weltausstellung 1929 baute. Architektur und Einrichtung bilden eine Einheit. Die Möbel, darunter der berühmte Barcelona-Chair, entwirft Mies van der Rohe in enger Zusammenarbeit mit der Bauhausmeisterin Lilly Reich. Die Vielfalt am Bauhaus war einzigartig. In Dessau kommt 1925 die Druck- und Reklamewerkstatt dazu. Erste Werbeplakate werden hergestellt und Ausstellungen gestaltet. Der Bauhäusler Herbert Bayer entwickelt die Werbetypografie, die das Erscheinungsbild des Bauhauses entscheidend prägt. Heute nennt man das Corporate Design. Ein solches Corporate Design, ein einheitliches öffentliches Erscheinungsbild, wünschte sich auch Amman, die Hauptstadt Jordaniens. Grafikdesigner und Schriftgestalter Jan Gerner bekam hier den Auftrag seines Lebens. Ich bin 2004 als junger Student, als Praktikant hier gelandet und dann 2008 wiedergekommen, um die Schrift für Amman zu zeichnen, arabische und lateinische Schriftfamilie für die Stadtgemeinde, für die Greater Amman Municipality, als mein Diplomprojekt für mein Grafikdesignstudium an der Bauhaus-Universität in Weimar. So gestaltete ein echter Bauhäusler eine der ersten Schrifttypen, die arabische und lateinische Buchstaben gleichermaßen darstellen kann. Die Amman-Schrift ist auf jedem Straßenschild hier mittlerweile zu finden, auf jedem Auto, was von der Stadtgemeinde benutzt wird, auf deren Webseiten, auf deren Drucksachen. Und so hatte ich die sehr glückliche Chance, eigentlich einen recht wichtigen Teil des Stadtbildes mitzuprägen, ja? des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt. In der nahöstlichen Hauptstadt findet sich auch modernistische Architektur, ein wenig versteckt und manchmal verwittert. Sehr präsent dagegen die Amman-Schrift auf dem Kulturzentrum. Doch der Gestalter hadert. Ich freue mich, dass es so prominent ist, hier gezeigt wurde, damals im Zuge der Markenneubildung für die Stadtgemeinde. Aber das Ergebnis ist trotzdem eine absolute Katastrophe. Da blutet einfach mein Schriftgestalterherz. Ja. Also so war das nicht gemeint. Das ist wie wenn man ein Gemälde nimmt oder ein Foto und das so in die Breite zerrt in eine Richtung. Ja. Da ist halt eben alles verzerrt. Es wird tatsächlich nicht von allen Menschen gerne gesehen und akzeptiert, dass ein Ausländer kommen musste, um das zu machen. Ansonsten befinden sich die Zentren der Schriftgestaltung in der arabischen Welt eher in Beirut und in Kairo. Und Amman als extrem junge Stadt, die sie ist, ja, sie ist eben gerade erst 100 Jahre alt geworden, hat solche Professionen tatsächlich nicht zu bieten. Außerdem war es meine Idee, diese Schrift zu gestalten.
Das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Anwendung der Arman-Schrift. Eben auf Arabisch und Lateinisch die ganz fette Variante. Diese Ecken und Kanten, die ich hier eingebaut habe in die Gestaltung, die leiten sich schon von einem gewissen Gefühl in der Stadt ab. Eine gewisse Rauheit und Ungeschliffenheit, die ich damals in die Gestaltung habe einfließen lassen. Tatsächlich empfinden viele Menschen hier, dass diese Schrift das Gefühl in ihrer Stadt Amman widerspiegelt. Der Bauhaus-Code, eine weltweite Erfolgsformel, entwickelt an einer kleinen deutschen Kunstschule. Ein Code, der die Moderne mit erfand. Eine architektonische Anleitung, die half, den menschlichen Alltag zu strukturieren. Eine radikal neue Pädagogik an einer interdisziplinären Schule, in der Freiheit und Experiment gelebt wurden, in der sich Kunst und Handwerk zu einer neuen, starken Einheit verbanden. Nach Jahren kreativen Gestaltens war das Bauhaus nach einem letzten Umzug in Berlin am Ende und schloss unter dem Druck der Nationalsozialisten. 1933 war sicher der Nullpunkt. Das Bauhaus wurde ja gegründet in Weimar als eine vom Land, vom Freistaat Thüringen finanzierte Schule, deswegen auch staatliches Bauhaus, wurde eine städtische Einrichtung in Dessau und zuletzt in Berlin eine private Einrichtung, die überwiegend von Mies van der Rohe sozusagen von seinem eigenen Bankkonto finanziert wurde. Doch die erzwungene Schließung wurde zum Schlüssel für den weltweiten Erfolg. Das Bauhaus war ja von Anfang an sehr international. Und durch diese internationalen Verbindungen und diese Schließung, es wahrscheinlich auch einfacher war, für die Bauhäusler wieder international sich in der Welt zu verteilen. So kam der Geist des Bauhauses auch nach Tel Aviv im heutigen Israel. Rund 4000 Gebäude wurden zwischen 1920 und 1940 nach den Ideen des Modernismus im Stadtzentrum errichtet. 2003 wurde diese weiße Stadt zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Die weiße Stadt in der Wüste wurde zum größten Teil von Architekten errichtet, die bei Walter Gropius, Mies van der Rohe und anderen europäischen Architekten gelernt hatten. In den 1930er Jahren flüchteten wegen des um sich greifenden Antisemitismus viele Juden aus Europa. Im damaligen Palästina leisteten sie ihren Beitrag zum Aufbau einer neuen Gesellschaft. Heute zeigen viele der Gebäude Spuren von Zeit und Klima. Der Putz blättert ab, einige Häuser sind baufällig. Seit der Ernennung zum Weltkulturerbe steigt das Bewusstsein für die kostbare Bausubstanz. Das sogenannte Max-Liebling-Haus wird zum israelisch-deutschen Besucherzentrum mit kleinem Museum umgebaut. Die israelisch-deutsche Architektin Sharon Golan Yaron leitet das Projekt und kennt die Schätze des Hauses. Wir wollen nämlich schauen, was dann auch original noch aus Deutschland kam. Zum Beispiel das hier, das ist ein Griff und wir haben gesehen, dass da ein Stempel ist von der Firma WEHAG. Das ist hier ganz klein zu sehen. Und wir haben das recherchiert und das sind wirklich Drucker, die aus einer Firma stammen, die Gropius-Drucker wiederhergestellt hat oder überhaupt hergestellt hat. Für das Bauhaus damals schon. Diese Firma ist die Firma Loewi und solche Geschichten findet man hier mehr und mehr. Das ist auch sehr interessant, weil wir sowieso ganz viele deutsche Wörter noch benutzen, auch im Hebräischen, wenn wir im Bau sind. Zum Beispiel, wir sagen Kant für Kante oder Oberkant, Unterkante, Zockel sagen wir auf Hebräisch. Ne? Also, oder Kratzputz, Steinputz, Schlicht.
Also es ist dann ganz witzig, man trifft die jüdischen und arabischen Arbeiter auf der Baustelle und dann so, hey Moshe, du willst aber wirklich da Kratzputz oder so. Es ist dann wirklich so ein Beweis, dass es das Wissen aus den 30er Jahren war, das man herbrachte. Also nicht nur die Materialität, sondern auch das Handwerk. Sharon ist verabredet mit Shula Wiedrich, die seit Jahren durch die Weiße Stadt führt. Sie weiß alles über die großen Architekten, die Tel Aviv das Antlitz gaben. Und was sagtest du über Gropius? Gropius Abinyan Pesel. Gropius sagte, dass Gebäude wie Statuen sind, in die man hineingehen kann. Sie sagt, dass Hannes Meyer sagte, dass die Ästhetik nicht so wichtig sei. Man müsse sich um die sozialen Bedürfnisse der Menschen kümmern. Dieser Hannes Meyer, Gropius Nachfolger, wollte vor allem für das Volk bauen. Was wurde aus diesem Vorsatz? Ist das Bauhaus alltagstauglich? Oder inzwischen nicht mehr als nur eine Marke? Mehr dazu in unserem zweiten Teil, Bauhaus World, der Effekt. Thank you.